Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Betreuungsgeld wird vor dem Verfassungsgericht wohl scheitern. Der Bund ist nicht zuständig, das Betreuungsgeld mit dem Grundgesetz kaum vereinbar und politisch ist es großer Unfug. Und zwar großer Unfug, der dabei rauskommt, wenn ein alter Mann aus Bayern meint, er müsse die Impulse in der Familienpolitik setzen und den Frauen etwas vermeintlich Gutes tun. Und da sind wir auch schon genau bei dem zentralen Problem, denn für uns Grüne schließt eine moderne Familienpolitik die Frage von frühkindlicher Bildung ebenso ein wie die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und 150 Euro monatlich gleichen keine unterschiedlichen Lebensverhältnisse aus. Sie schaffen keine Wahlfreiheit. Sie sind erst recht kein Lohn für geleistete Familienarbeit und vor allem sind sie kein Beitrag zu einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen. Und das ist das Ziel, das wir Grüne verfolgen, wenn wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden. Das Betreuungsgeld, und eigentlich wissen Sie das alle in diesem Haus, reduziert den Erwerbsanreiz insbesondere von Müttern mit einem erwerbstätigen Partner und es reduziert vor allem auch die Chancen von Kindern aus bildungsfernen und zugleich einkommensschwachen Familien auf einen Kita-Besuch. Im Klartext heißt das, das Betreuungsgeld verschärft die soziale Spaltung in diesem Land und das haben Sie mit zu verantworten, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU. Nachhaltige Familienpolitik sieht anders aus und im Übrigen auch nachhaltige Arbeitsmarktpolitik, denn wir wollen nicht nur die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt, wir brauchen sie auch. Und ein guter Kita-Platz bedeutet für unsere Kinder eben gute Chancen auf frühe Bildung. Er bedeutet für die Kleinsten spannende Tage mit anderen Kindern, gemeinsam lernen, gemeinsam größer werden, soziale Kompetenzen frühzeitig entwickeln, aber eben auch die Sprache lernen. Und aus starken Kitas gehen auch starke Kinder hervor. Und mit starken Kitas und starken Kindern werden auch Eltern gestärkt, ihren beruflichen Weg zu gehen. Und deshalb tun wir in Hamburg genau das Richtige. Die 5-stündige Gebührenbefreiung in der Kita hat dafür gesorgt, dass deutlich mehr Kinder die Chance auf frühkindliche Bildung haben und auch nutzen. Und wir werden auch in Sachen Qualität weitere wichtige Schritte gemeinsam als rot-grüne Koalition gehen in dieser Legislatur. Das wird uns dazu führen, dass wir in Sachen Qualität und Quantität im Jahr 2019 eines der attraktivsten Bundesländer sein werden bei der Kinderbetreuung und damit bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir werden auch damit die kinderfreundlichste Stadt sein, weil wir eben Wert darauf legen, dass die Kinder hier von Anfang an die Möglichkeit haben, erfolgreich ins Leben zu gehen und das ungeachtet der wirtschaftlichen Situation ihrer Eltern. Die CDU sollte sich vielleicht lieber vom Betreuungsgeld verabschieden und mal selber auf Frauenförderung setzen. Vielleicht hilft Ihnen das, auch 2020 in dieser Stadt wieder auf die Beine zu kommen. Das Betreuungsgeld abzuschaffen, regelt vielleicht das Bundesverfassungsgericht für Sie. Ihre antiquierte Programmatik und Rollenbilder müssten Sie dann allerdings schon mal selbst bearbeiten.